Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Soll ein kurzes Infovideo sein, es geht um Cube Life, meine lieben Freunde und Kinderchens. Und zwar, ich habe mich dazu entschieden, Cube Life zu pausieren. Woran liegt das? Erstmal technische Probleme. Ich habe einen einzigen Part versucht, zweimal aufzunehmen und bei beiden Malen habe ich eine Bluescreen bekommen. Was heißt, dass meine ganzen Videodateien verloren gegangen sind. Ich kann sie nicht mehr reparieren. Geht nicht. Und, ja. Erster Punkt, warum ich sie pausiere. Zweiter Punkt. Ihr habt bestimmt schon in den letzten Parts gemerkt, ich, war nicht mehr so gut drauf. Was einen bestimmten Grund hatte. Und zwar, ohne ein Boot bist du einfach im Arsch. Jetzt habe ich zwar ein Boot, aber ich komme nirgendwo mehr raus. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe einfach mal den Verdacht, dass in Version 1.0, also quasi in dieser Version des Spiels Cube Life, es so ist, dass du nicht alle 121 Areale betreten kannst. Warum werdet ihr jetzt gleich sehen? Das ist mir zum Beispiel zweimal passiert, dass ich nicht da rauskam. Schaut einfach zu. Ich habe nämlich schon so weit gespielt, dass ich die freundliche Ureinwohnerinsel besucht habe. Ja? Und von denen ein Boot für 11 Perlen gekauft habe oder ertauscht habe. Und jetzt haben wir gerade hier in Gebiet... Wo sind wir? Wir sind jetzt gerade in Gebiet D5 und ich möchte in Gebiet C5. Und ihr werdet jetzt sehen, wir werden nicht rauskommen. Wir werden nicht rauskommen. Das Komische ist aber, Leute, obwohl wir im Westen nicht rauskommen, passt auf, kann sich nur um Sekunden handeln. Obwohl wir im Westen nicht rauskommen, also ins Gebiet C, kommen wir im Norden raus. Ist das nicht komisch, Leute? Was hat Cypronia jetzt hier mitgewollt? Was wollten die jetzt hier uns damit sagen? Wollen die uns sagen, dass es unfähige Bastarde sind, die nicht mal ein komplettes Areal erkunden oder generieren können? Ich meine, ich glaube jetzt einfach mal, dass wir nur wahrscheinlich die ersten, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 20 Areale oder so betreten können. Vermute ich jetzt einfach mal. Und, ja. Ich weiß nicht, wohin ich sonst noch soll. Deswegen ist Cube Life jetzt erstmal pausiert bis zum Update. Insofern, dass bald mal kommen sollte. Und, ja. Es heißt ja, im August kommt's raus und ich bin echt mal gespannt, was uns da im August erwartet, aber für den Moment erstmal werde ich zur Heimatinsel zurückschwimmen und dort ein bisschen, ja, hoffen, dass das Update bald rauskommt. Ansonsten sehe ich hier für das Spiel und das für das Let's Play schwarz. Wie gesagt, es ist jetzt schon abgebrochen und, naja. Es tut mir leid für alle die Leute, die das Projekt gefeiert haben, aber ich hoffe, ihr versteht nun mal, dass ich jetzt hier nichts mehr machen kann. Nicht mehr machen kann. Es bringt einfach nichts. Ich kann jetzt hier mit dem Boot in Gebiete gehen, die ich schon soweit erkundet habe, aber es bringt halt nichts, Leute. Es bringt halt gar nichts. Von daher heißt jetzt erstmal pausiert auf unbestimmte Zeit, bis das Update kommt. Soll ja, wie gesagt, im August kommen. Es wurde erstmal der 6. August ausgemacht, wie gesagt, aber kam dann noch nicht. Und, ja, jetzt haben wir den 9. und ich hoffe einfach mal, dass es die Tage rauskommen wird. Wenn nicht, wäre schon arg enttäuscht, aber was willst du machen? Bis dahin würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, für die krasse Resonanz, die ihr da gelassen habt. Hat mich sehr gefreut, es haben echt sehr viele bei diesem Projekt zugeschaut. Ich hoffe, das werdet ihr auch nach der Pause noch tun. Ihr wisst, Cube Life ist quasi hier ein Monopol auf YouTube. Ich bin einer der wenigen, der das macht. Der einzige, der das neben mir noch macht, ist der Skilloa. Und der hat's abgebrochen. Oder beendet. Und, ja. Wenn ihr wirklich heiß auf News in Sachen Cube Life seid und in Sachen, wann kommt das Update und kommt das Update und was gibt's Neues beim Update und wie sieht das überhaupt aus, dann müsst ihr leider warten, bis das Update nochmal rauskommt.
Dann gibt es nämlich, ich würde sagen, erstmal ein Infovideo zu dem ganzen Update, zu der ganzen Updates-Geschichte. Ich werde erstmal hier so ein bisschen rumlaufen, rumprobieren, was uns denn hier alles so erwartet im Update. Und dann fängt auch schon wieder der nächste Part an. Bis dann würde ich aber sagen, Leute, das war's. Macht's gut. Haut rein und ja, bis zum hoffentlich nächsten Cube Life Part, der uns endlich mal wieder in andere Gebiete locken kann. Also, ciao. Arsch. Jetzt habe ich zwar ein Boot, aber ich komme nirgendwo mehr raus. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe einfach mal den Verdacht, dass in Version 1.0, also quasi in dieser Version des Spiels Cube Life, es so ist, dass du nicht alle 121 Areale betreten kannst. Warum werdet ihr jetzt gleich sehen? Das ist mir zum Beispiel zweimal passiert, dass ich nicht da rauskam. Schaut einfach zu. Ich habe nämlich schon so weit gespielt, dass ich die freundliche Ureinwohnerinsel besucht habe. Ja? Und von denen ein Boot für 11 Perlen gekauft habe oder ertauscht habe. Und jetzt haben wir gerade hier, dass das Update bald rauskommt. Ansonsten sehe ich hier für das Spiel und das für das Let's Play schwarz. Wie gesagt, es ist jetzt schon abgebrochen und naja. Es tut mir leid für alle die Leute, die das Projekt gefeiert haben, aber ich hoffe, ihr versteht nun mal, dass ich jetzt hier nichts mehr machen kann. Nicht mehr machen kann. Es bringt einfach nichts. Ich kann jetzt hier mit dem Boot in Gebiete gehen, die ich schon soweit erkundet habe, aber es bringt halt nichts, Leute. Es bringt halt gar nichts. Von daher heißt jetzt erstmal pausiert auf unbestimmte Zeit, bis das Update kommt. Soll ja, wie gesagt, im August kommen. Es wurde erstmal der 6. August auf in Gebiet. Wo sind wir? Wir sind jetzt gerade in Gebiet D5 und ich möchte in Gebiet C5. Und ihr werdet jetzt sehen, wir werden nicht rauskommen. Wir werden nicht rauskommen. Das Komische ist aber, Leute, obwohl wir im Westen nicht rauskommen, passt auf, kann sich nur um Sekunden handeln. Obwohl wir im Westen nicht rauskommen, also ins Gebiet C, kommen wir im Norden raus. Ist das nicht komisch, Leute? Was hat Cypronia jetzt hier mitgewollt? Was wollten die jetzt hier uns damit sagen? Wollen die uns sagen, dass es unfähige Bastarde sind, die nicht mal ein komplettes Areal erkunden oder generieren können? Ich meine, ich glaube jetzt einfach mal, dass wir nur wahrscheinlich die ersten, ach, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 20 Areale oder so betreten können. Vermute ich jetzt einfach mal. Und, ja. Ich weiß nicht, wohin ich sonst noch soll. Deswegen ist Cube Life jetzt erstmal pausiert bis zum Update. Insofern, dass bald mal kommen sollte. Und, ja. Es heißt ja, im August kommt's raus und ich bin echt mal gespannt, was uns da im August erwartet. Aber für den Moment erstmal werde ich zur Heimatinsel zurückschwimmen und dort ein bisschen, ja, hoffen. Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Soll ein kurzes Infovideo sein. Es geht um Cube Life, meine lieben Freunde und Kinderchens. Und zwar, ich habe mich dazu entschieden, Cube Life zu pausieren. Woran liegt das? Erstmal technische Probleme. Ich habe einen einzigen Part versucht, zweimal aufzunehmen und bei beiden Malen habe ich eine Bluescreen bekommen. Was heißt, dass meine ganzen Videodateien verloren gegangen sind. Ich kann sie nicht mehr reparieren. Geht nicht. Und ja, erster Punkt, warum ich sie pausiere. Zweiter Punkt, ihr habt bestimmt schon in den letzten Parts gemerkt, ich war nicht mehr so gut drauf, was einen bestimmten Grund hatte. Und zwar, ohne ein Boot bist du einfach im